Guten Tag, meine Damen und Herren. Ich grüße alle Kameraden. Ich bin Peter Schmidt. Bitte melden Sie sich an zum 363. Neuschwabenland-Treffen. Neue, bitte melden Sie sich an zum 363. Neuschwabenland-Treffen im August 2021. Ja. Wir werden reden über Arnstadt, Wechmar, Ohrdruf, den Trutzgau. Da hatte ich ja das Vergnügen, das 362. Neue Schwarmland-Treffen abzuhalten. Wir werden über Aktuelles reden. Wir sind ja noch immer im Dritten Weltkrieg. Wie lange wird der noch dauern? Darüber können wir reden. Und also bitte melden Sie sich an, neue bitte melden Sie sich an, neue Interessierte melden sich an zum 363. Neuschwarmland-Treffen in Berlin im August 2021. Und zur Einstimmung werde ich Ihnen eine Kleinigkeit mal vorlesen aus dem Buch, was ich Ihnen auch nur dringend empfehlen kann für Hans Jürgensen, Das Gegenteil ist wahr, Band 2, dort auf Seite 314. Schon 1945 bat Professor Friedrich Grimm den englischen Chefpropagandisten Sefton Delmer nach Ende der Kämpfe doch mit der Gräuelpropaganda gegen alles Deutsche aufzuhören. Dieser entgegnete, Zitat, also Delmer: Nein, nun fangen wir erst richtig an. Wir werden diese Gräuelpropaganda fortsetzen. Wir werden sie steigern. Bis niemand mehr ein gutes Wort von den Deutschen annehmen wird, bis alles zerstört sein wird, was sie in anderen Ländern an Sympathien gehabt haben und bis die Deutschen selbst so durcheinander geraten sein werden, dass sie nicht mehr wissen, was sie tun. Ja, das ist die Situationsbeschreibung nach 1945 und die hält an, denn es wird ja ständig gegen Deutschland Propaganda gefahren, antideutsche Propaganda, nicht wahr? Und man kann doch sagen, nicht mehr, was sie wissen, was sie tun, sondern was die Deutschen wissen nicht mehr, wer sie sind. Das ist das noch Entscheidendere, ne? Und diese Propaganda wird fortgeführt, fortgeführt, fortgeführt. Und es wird natürlich alles, erzählt der Sieger, um uns sozusagen schuldig zu führen, also auch die nach 45, nicht? Also, aber ich sage, Schuld ab Laden verboten. Und es wäre schön, wenn das viele Leute begreifen würden. Also bitte, neue melden Sie sich an. 363. Neuschwabenland-Treffen in Berlin im August 2021. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.